Natürlich wird es ja Bäume im Garten stehen haben, die was vielleicht noch gar nicht gepflegt worden sind. Und da fragt man sich oft, wie geht das am gescheitern an? Wenn wir das jetzt alles in einem Video versuchen würden zu erklären, dann würde sie morgen noch vor dem Computer sitzen. Es gibt aber so ein paar Regeln, ein paar Grundregeln, die was jeder wissen sollte und wo man sich mal danach orientieren kann. Und zwar einerseits, bei den alten Bäumen ist es meistens so, dass sie sehr hängend sind. Dass sie wirklich nach unten schauen, die Äste, das Fruchtholz einfach schon sehr hängend ist, durch das, dass da schon viel Obst oben gehängt ist. Und das werden wir versuchen, wieder rauf wachsen zu lassen, indem dass wir eben ableiten auf einen anderen Ast. Dann gibt es natürlich auch die Bäume, die was extrem dicht sind. Die können natürlich ausgelichtet. Alles, was in die Krone reinwächst, nimmt man in der Regel außer. Generell sollte man aber nicht dickere Äste ausschneiden, die was über 5 cm Durchmesser sind. Weil alles über 5 cm Durchmesser ist schwer für den Baum, dass es wieder zusammenwachsen lässt. Vor allem Walnuss zum Beispiel oder Kirsche, die haben einen sehr schlechten Wundverschluss und die tun sich da viel schwerer. Also bei Walnuss und Kirsche müsst ihr extra aufpassen. Aber jetzt werde ich den einmal in Angriff nehmen. Dann und wann ist es auch notwendig, im Baum selber einen stärkeren Ast einmal zu entfernen. Und da ist es ganz ratsam, dass man zuerst die Last wegschneidet und dann den eigentlichen Schnitt macht. Ich zeige euch, wie das geht. Zuallererst schneidet man von unten einmal nach oben. Jetzt haben wir mal da einen Schnitt. Als nächstes von oben nach unten. Dieser Schnitt verhindert nämlich, wenn der jetzt da abreißen würde, nach unten, da zum Beispiel, dass das nicht weiter nach unten reißt und da quasi eine Wunde entsteht, die was vom Baum schlecht zuwachsen kann. Also von unten nach oben, von oben nach unten und dann zum eigentlichen Schnitt auf den Astring. Eine ganz wichtige Grundregel ist auch, dass man in der Krone schaut, dass sich die gewissen Äste nicht überkreuzen. Weil alles wird natürlich in der Krone vom Wind bewegt und wenn da die Reibung auf der Borke entsteht, entstehen natürlich auch Wunden. Und darum sollten sich größere Äste einfach nicht überkreuzen. Da haben wir zum Beispiel einen Todast, den schneiden wir runter. Durch das, dass das so hängend ist, wollen wir das jetzt auch wieder aufstutzen. Und das machen wir wieder indem, dass wir zuerst die Last wegschneiden und dann den eigentlichen Schnitt setzen.
Um das besser veranschaulichen zu können, mache ich euch das einmal frei. Also, wir wollen da quasi umleiten. Und zwar mit der sogenannten Ableitung, da wollen wir quasi den Wuchs dann weiter haben. Den Softstrom auf den Ast wollen wir ableiten. Und das wollen wir jetzt wegschneiden. Wenn ich da jetzt nur von oben nach unten schneiden würde, kann es eben passieren, dass die Last unten runterkippt und dass da eine große Wunde entsteht. Und darum zuerst weiter weg von unten nach oben, circa ein Drittel schneiden, dann vom Schnitt nach außen, von oben nach unten. So, jetzt haben wir mal die Last weggeschnitten und jetzt kommt der eigentliche Schnitt. Gerade zum Schluss muss man aufpassen, dass man, wenn man zu viel Druck nämlich mit der Säge, nicht die Borke ausreißt. Drum am Schluss ganz vorsichtig hin und her, dass man da einen schönen glatten Schnitt zusammenbringt. Und so soll das ausschauen. Ein ganz glatter Schnitt, keine Stufen drinnen, abgeleitet auf einen anderen Ast. Der Softstrom verläuft jetzt so. Und ganz wichtig, das soll nicht fransen und ganz hierbei beim abgeleiteten Ast sein. Da ganz außen bei den langen Trieben kürze ich ein wenig allein, weil wenn da jetzt ein Apfel zum Beispiel oben hängt, dann hängt das alles nach unten und dann haben wir wieder diesen Scheitel, der was nach unten zackt. Darum entlaste ich den, weil mir der Trieb einfach zu lang ist. Da tue ich wieder ableiten auf einen anderen Ast, der was aufschaut. Genau. Da das Gleiche. Und dann schaut das gleich besser aus. Ja, im Naturpark Obsthügelland ist uns natürlich die Baumerhaltung ganz, ganz wichtig. Da hat jeder Baum seine Berechtigung, egal wie alt er ist und egal wie das er ausschaut. Bei dem hinter mir habe ich jetzt einmal das Totholz ausgeschnitten, das was dem Baum auf jeden Fall einmal gut tut. Prinzipiell ist es so, du kannst keinen Baum nach dem Lehrbuch 1:1 außer kopieren. Jeder Baum ist anders, jeder Baum trägt seine eigene Geschichte. Ja, der krumme Baum lebt sein Leben und der gerade Baum, der wird zum Brett.